Oh, wie schön. Viele späte Sonnenblumen. Herrlich. Hallo ihr Lieben, ich tingle gerade in meinem Garten rum und gerade eben war ich auch schon ein bisschen fleißig. Ihr wisst ja, ich habe gerade nicht so viel Kraft, aber kümmere mich um Dinge, die mir gut tun. Und deswegen habe ich gerade ein bisschen gebastelt und repariert. Vielleicht kennt ihr das aus den letzten Videos, das hing runter. Das war auch ein kleines Problemkind, weil hier schon was gebrochen war und so. Und das habe ich tatsächlich heile gekriegt. War eine schöne Achtsamkeitsübung. Sehr viel Bewusstheit bei und deswegen bin ich heute auch hier, weil das ist ja im Grunde genommen mein Streckenpferd, dass ich ja, euch da draußen ganz gerne anstecke, oh, ich bin so weit weg, ich komme mal näher, dass ich euch ganz gerne anstecken möchte, mehr in die Bewusstheit zu kommen, mehr Richtung Natur, unser Menschsein. Ja. Wie ihr sehen könnt, alle da draußen, die mein Video von gestern gesehen haben, mir geht es soweit besser, kann ich sagen, aber ich habe meine Herausforderungen am Tag. Mein Morgen war diesmal nicht so schlimm wie gestern, aber zwischendurch ist das schon mal so, dass komplett alle Kraft weg ist und ich mich hinlegen muss, damit ich überhaupt noch vorwärts komme. Dennoch bin ich jetzt hier und ich bin hier angekommen und ich war heute schon mit einer guten Zeit auch noch draußen beim schönen Wetter. Wir haben richtig schöne Sonne, die fehlt jetzt gerade. Ich habe sie noch bestellt, vielleicht wird sie uns noch begegnen im Laufe des Videos. Ja, und dann gab es noch ein, zwei Vorkommnisse. Ich habe seit ein paar Monaten richtig heftige Panikattacken, diese ganzen Maskensituation. Dennoch bin ich jetzt hier, um mich von diesen Ereignissen diesen Tages zu erholen und die Bewusstheit zur Natur, dieses Verbinden mit allem, was hier so stattfindet, das, was ich immer auch so vorlebe in meinen Videos. Da ist gerade ein Schmetterling, danke fürs Timing. Kommst du mal ein bisschen in die Kamera, vielleicht habt ihr den noch gesehen, das ist ja ein mega Weitwinkel. Nebenan wird gehämmert. Der Momo, glaube ich, war schon am Mähen. Ich weiß nicht, ob er auch irgendwie beim Teich bei ist. Ja, und was wartet auf uns? Wir haben Spätsommer. Es wartet ganz viel Regen. Naja, ganz viel Regen ist falsch. Aber zu viel Regen, als dass ich hier mich mal in die Hängematte fläzen könnte. Die bleibt irgendwie gerade feucht. In der nächsten Trockenphase, wenn das richtig trocken ist, dann packe ich die auch zusammen ab in den Bunker. Was kitzelt da unten? Ja. Ich möchte euch heute einladen. Von allen, die mich kennen oder die neu zu mir gestoßen sind. Ich habe jetzt einen umfänglichen Gartenrundgang mit euch vor. Dazu möchte ich euch einladen. Alle, die mich schon kennen, meine Art, mit den Dingen umzugehen und ihnen zu begegnen, das werde ich heute machen. Im Grunde genommen für mich selber. Aber ich möchte euch mitnehmen, wie mir das hier immer hilft und Kraft gibt. Vor allen Dingen in schwierigen Zeiten ist das für mich ein sehr wichtiger Rückzugsort. Und ja, jetzt will ich nicht länger reden, sondern euch ganz viel zeigen. Und es hat sich super viel getan, denn ich war Anfang der Woche sehr aktiv nach meinem letzten Video. Könnt ihr sehen, gemäht, ist nicht mehr so dicht gewachsen, da auch alles. Das könnt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen sehen. Ich habe auch Saatgut gewonnen, ich habe verschiedene neue Sachen entdeckt und ich möchte euch das alles zeigen. Und ich bin vielleicht heute, kann ich überhaupt ruhiger sein? Ach, das schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Euch schnappe ich jetzt erstmal, das Ganze wird auch wieder so ein One-Take-Ding, damit ich das Video auch hochgeladen kriege. Ihr wisst, ich brauche gerade meine Kraft für mich. Tue jetzt Dinge, die mir gut tun und über diese One-Take Dinger, es ist für mich ganz einfach, dann nachher ein Video-Upload zu machen und euch dran teilhaben zu lassen, was hier alles so passiert. Und ja, es ist eigentlich ganz viel Schönes und ich merke schon, wie mir das jetzt gerade Kraft gibt. Schauen wir mal rum. Oh, da kommt jemand am Gartenzaun.
das musste ich kurz mal unterbinden, weil ne, soll ja nicht irgendwer, der nicht weiß, dass hier gefilmt wird, vor allem im Internet auftauchen und ja, gegen seinen Willen, das respektiere ich ja generell sehr, ist mir ganz wichtig. Und ja, ich tingle jetzt durch meinen Garten und ihr könnt euch sicher sein, für alle, die denken vielleicht, es ist wieder der gleiche Quark von Lars, nein, überhaupt nicht. Es gibt viel, viel Schönes, was ich vielleicht sogar mit euch zusammen noch entdecken darf. Aber generell gibt es viel zu zeigen, viel zu erzählen. Und ich versuche das wenigstens ein bisschen zu strukturieren. Und in dem Bereich, auf den ich jetzt gucke, habe ich im Grunde genommen nicht so viel gemacht. Aber da werde ich mal erstmal die Highlights abfrühstücken. Und ja, euch zeigen. Bananenpflanze zeige ich jedes Mal. Meistens sehr spät im Video, vielleicht mal am Anfang. Aber jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie es hier aussieht hinter meinem Fahrrad. Und da könnt ihr im Grunde genommen auch mal die Größenverhältnisse sehen. Und das kommt so auf den anderen Videos nicht rüber, auch jetzt so. Also ich bin ein großer Mensch, auch wenn ich jetzt so ein bisschen hocke, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass das Ding größer geworden ist. Und ich habe jetzt auch vorgestern hier nochmal fleißig gedüngt. Da unten kommen neue Bananentriebe, mehrblättrig sogar schon. Bin am Überlegen, ob ich sie lasse, ob die hier so einen dicken Strunk hochwachsen oder ob ich mir die raushole und vermehre. Da muss ich halt nochmal überlegen. Ist auch eine Frage dessen, wie ich dazu komme. Und ja, das wird die Zukunft zeigen. Ich lasse mich da vom Leben überraschen. Ja, das war einmal hier vorne hinter mir. Denn in diese Richtung habe ich auch wieder ein bisschen Weg frei gemacht. Im Grunde genommen sah alles aus wie hier. Und der Weg ist ein bisschen frei. Und hier auch wunderschön die Lemon Queen mit einer kleinen Wildbiene, die jetzt noch nicht rauf möchte. Doch, sie schwirrt und checkt, was hier so abgeht. Da vorne ist sie. Oh. Da schauen wir doch mal. Bin ich noch im Weitwinkel? Ja, bin ich. Also hier ist Betrieb. Das finde ich eine richtig schöne Stelle für diese Lemon Queen. Ich weiß nicht, wie groß die werden. Modern? Wie war das noch? Wären die nicht sogar richtig groß? Aber das ist vom Timing doch perfekt. Also das sind ja auch noch so Sachen, die ich vorhabe. In dem Bereich hier möchte ich mir ein bisschen Aktivität ersparen. Arbeit wollte ich jetzt nicht sagen. Hier ist das alles dicht gewachsen. Ich habe mich auch nicht gekümmert. Da gibt es eine kleine Mini-Zucchini da unten drin. Da könnt ihr die sehen. Aber den Bereich möchte ich ein bisschen anders gestalten. Ich habe auch schon mal über Minze geredet. Und ja, beim Apfelbaum da drüber kann ich euch auch einiges zeigen, denn ja, ich muss sagen, ich habe mir ein paar Tipps aus dem Internet geholt, wie das so geht mit dem Baumschnitt. Und überall, wo ich einen Wassertrieb weggenommen habe, auf die fachmännische Art, sind jeweils zwei neue gekommen. Das war leider nicht nachhaltig. War irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Also pro Trieb, den ich abgebrochen habe, sind zwei neue gekommen. Somit waren wenig Äpfel dran. Ein paar sind mir auch weggefault wegen des Regens. / Krankheiten, das ist alles nicht so förderlich. Aber ein paar durfte ich essen, ein paar hängen noch, die kommen noch. Sehe ich nicht vielleicht noch mal irgendwo ein? Hier ist was. Da, der ist schon ein bisschen weiter. Da seht ihr das faulige Ding. Hier hängt auch was. Könnte man sagen, hier hängen ein paar faulige mehr, da oben. Ja, ist wie es ist. Ich kann ja generell, das wisst ihr ja, sehr gut mit den Dingen leben. Und ja, was machen wir denn? Also nach hinten muss ich generell nicht. Aber es gibt eine Stelle, die mir gerade einfällt. Da war ich auf jeden Fall bei. Denn es geht ja jetzt im Sinne schon darum, ein bisschen ans nächste Jahr zu denken. Aber im Grunde genommen ist es ein Kreislauf des Gartens im Hier und Jetzt. Jetzt läuft die Musik am Gartenzaun vorbei, sehr lustig. Voll abgelegt, hat den Mummort aufgedreht, das macht er gerne mal. So, schaut euch das an. Hier in dem Beet waren lauter Zwiebeln, die habe ich jetzt komplett geerntet. Also den letzten Rest. Und hier Rasenschnitt, der darf sich hier einmal reinarbeiten. Der wird dann vom Boden aufgefressen. Hier sind noch irgendwo Stücke von Ackerwinde, Brennnesseln, die bestimmt noch mal wieder hochkommen, so ähnlich wie hier. Aber das lasse ich auf mich zukommen, da kann ich immer noch reagieren. Auf jeden Fall ist das quasi schon eine Vorbereitung für das nächste Jahr. Super.
Ja, und also kann ich euch auch mal zeigen. Hier ist auch wieder alles frei. Hier kommt man eigentlich nicht durchlaufen. Meine Schwester war mit ihrer Family jetzt am Sonntag mal hier, hat sie mir erzählt. Und die kam hier halt kaum durch. Und das sah eher hier nach Party aus. Auch hier im Hintergrund, das sage ich euch lieber nicht. Ich hatte trotz dessen, wie alles so lief dieses Jahr, aber den einen oder anderen sehr, sehr, sehr schönen Tag mit Freunden hier in meinem Garten. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Da stehen noch die Gartenfackeln, es wurde richtig viel gegrillt, Lagerfeuer, Hängematten wurden genutzt, Dart wurde gespielt. Wir haben auch Karten gespielt. Wir haben viel, viel geredet, sind für uns alle irgendwie vorangekommen. Es ist auch so, dass ja. Nee, das lasse ich weg. Das ist noch nicht dran. Das machen wir mal anders und das wird auch viel zu viel, merke ich gerade. So, hier vorne in dem Bereich kann ich ja durchaus doch noch mal hin. Ich habe hier einmal von dieser Seite nämlich da eine Kapuzinerkresse, die immerhin noch größer geworden ist. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das wäre doch auch eine Geschichte hier mit Kapuzinerkresse. Muss man nicht viel tun. Löpp von alleine quasi. Und ja, merkt ihr das schon, wie ich aus dem, was hier so ist, wenn man die Dinge berührt und sich mit ihnen beschäftigt, wie das einen aus diesem ganzen anderen rausholt und wie es einem Kraft schenkt. Also ich verbinde mich hier gerade mit der Natur. Euch habe ich dabei. Aber ihr seht das Ganze erst später. Dennoch fühle ich mich auch mit euch verbunden da draußen. Das ist mit jedem Video, was ich mache, wäre diese Verbindung zu euch da draußen nicht da, denn wäre das hier eher ein Theaterspiel und das ist es nicht. Deswegen wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich konnte heute schon sehr viel lächeln, so ist es nicht. Aber zwischendrin war eine schwere Phase, weil ich eine echt heftige Panikattacke im Bus hatte und raus musste. Ich hätte auch fast den Notfallhammer benutzt. Ich wurde übrigens ausgelacht während der Panikattacke. Fand ich ziemlich hart in dem Moment. Und dann bin ich leider in so eine Menschenmenge gekommen und musste da irgendwie raus. Das war für mich echt total kräfteraubend. Und da habe ich mich jetzt wieder rausgezogen. Ja, und jetzt tingle ich mit euch mal weiter durch den Garten. Ich sabbel zu viel. So, hier sieht das so aus. Bisschen Malve lässt sich hier blicken. Hier, das ist der Fingerhut. Der kann sich von mir aus selber verteilen. Hier hinter seht ihr lauter kleine. Ja, das ist hier von der Malve noch. Da habe ich jede Menge Saatgut gewonnen. Jo, da sind ein paar Kartoffeln. Haben wir vergessen. So, und dann haben wir hier vorne noch Schafswolle. Das ist übrigens eine Sache. Ich mag das jetzt so gar nicht hochheben, weil dann riechen die Hände doch ein bisschen. Das möchte ich hier nicht an meinen Klamotten verteilen gerade. Aber das ist. Quecke ist so schwer wegzukriegen und so sah das nach kürzester Zeit aus. Die Quecke ist mir komplett unter der Schafswolle weggerottet. Das hat noch kein einziges Mulchmaterial geschafft. Da haben wir auch noch mal überall verteilt. Das könnte man hier eigentlich mal reinschmeißen. Wäre doch schön, wenn das überall so aussieht. Ja, und wie ich jetzt zuletzt angefangen habe, habe ich hier dann wieder angefangen, die Kanten frei zu machen, ein bisschen zu mähen. Und guck, da ist mein Stativ vom Anfang. Ja, so, und dann ist das eigentlich ziemlich schnell frei. Ich bin selbst immer in totaler Freude. Anfänglich erstmal, okay, lege ich mal los. Und dann mit der Zeit ist das eine total schöne, achtsame Übung. Ich vergleiche das so ein bisschen mit Haare schneiden. Man formt die Dinge, ist auf jeden Fall so ein gestalterischer Prozess. Man visualisiert was und dann macht man das, was man sieht, das bringt man dahin. Also das ist so ist bei allem eigentlich, was ich mache in meinem Leben. Visualisieren und dann alles in die Wege leiten, um dahin zu kommen. Ne? Also im Hier und Jetzt. Ich mache keine ellenlangen Pläne. Es fliegt mir sowieso alles zu. So, jetzt stehe ich hier vorne und es hat sich echt super viel getan. Ich zeige euch mal eine kleine Zucchini. Habe ich ein Messerchen mit? Oh, habe ich wieder vergessen. Die wollte ich eigentlich ernten. Weil ich habe Foodsharing stand ja fertig gemacht und da wollte ich eigentlich auch noch so eine kleine Zucchini reinhauen. Die zeige ich euch mal. Dort. Könnt ihr die sehen? Recht gut, glaube ich sogar. Ein kleiner Apparat. Momo holt sich das Teil weg. Boah, ist das ein Oschi. Echter Hammer. Ja.
Größere sind ja für mich persönlich, ist nicht ganz so mein Fall bei den Sorten, die ich die letzten Jahre probiert habe. Wie es bei der ist, weiß ich nicht. Die kleine Version hat mir tatsächlich auch nicht gefallen. Das war alles nicht. Das hatte auch irgendwas im Namen mit Romanesco. Hallo. Tierkontakt. Und ich glaube, irgendwo hängt da noch eine kleine. Wir können mal auf Entdeckungstour gehen. Ah, da unten. Da unten hängt eine. Also ich mit dem Finger da das Ding. Aber ich glaube, die sieht schon ziemlich lang. Oh, die ist lang und dünn, sehe ich gerade. Ja, sonst kann ich hier nicht so viel erkennen. Hier neben wächst dann noch die Physalis, die Tomatillo, die gestaltet sich auch super schön. Dann haben wir hier noch auch nochmal eine Zucchini, hängt aber nichts dran. Ihr könnt das sehen, hier ist auf jeden Fall Beetkonkurrenz, somit hat das auch keine Kraft, sich zu entfalten. Diese Beobachtung mache ich überall, hier haben wir das Franzosenkraut. Kann man sich kümmern, muss man nicht. Ihr seht dann, wie das aussieht, wenn man sich nicht drum kümmert. Kann ich aber ganz wunderbar mit leben. Und jetzt fällt mir mal was auf. Ja, wo die Erdbeeren verteilen sich. Guck mal. Ui, jetzt hänge ich hier an der Distel fest. Hier. So habe ich das die letzten Jahre. Ups, ich bin hier irgendwo gegengekommen. Die wachsen mit so Ausläufern und wachsen auch noch überall fest. Irgendwie so ein bisschen hier und bilden neue Wurzeln. Hier, das sind einzelne Teile. Der sitzt fest. Und die kann man nachher vereinzeln, für die, die das noch nicht kennen bei den Erdbeeren. Und dann kann man die halt umpflanzen. Hier vorne hatte ich so ein Beispiel. Ich habe da Ewigkeiten nicht geguckt. Ich denke mal, da ist auch nichts mehr nachgekommen. Hier sind super viele, ne? Hier, das ist Rucola, ausgeblüht. Übrigens, älterer Rucola, die Blätter, die schmecken mega und geben echt Power. Hier unten haben wir die Erdbeeren. Na. Die werden das bis nächstes Jahr auf jeden Fall überleben. Ja, hier haben sich auch schon alle ausgebreitet. Ja, also Erdbeeren möchte ich nächstes Jahr auch mehr haben, damit ich auch welche abkriege. Ich habe wirklich nur eine gegessen und was abgegeben. Ich glaube, ein, zwei Leute haben auch noch mal jeweils angekriegt. Den Rest habe ich mir mit den Wühlmäusen geteilt. haben mir echt nichts gelassen. Aber ist völlig okay. Also, oh, schönes Tier. Ich habe was entdeckt. Könnt ihr das sehen? Oh, bist du schön. Hallo. War wohl ein bisschen dicht. Vielleicht lässt ihr mich nochmal. Ich war zu sehr bei euch anstatt bei dem Tier. Ich muss ja quasi um Erlaubnis fragen. Und wenn ich so ein bisschen mich darauf einlasse, dann kriege ich schon ein Signal, ob ich darf oder nicht. Aber kann auch sein, dass es gar nicht wegen mir war und ich mir das gerade einbilde. Wir suchen immer Anna von unserem, naja, die fliegt weg. Oh, hier auch, guck mal, das ist doch wunderbar. Da unten ist sie und noch so ein kleiner Schmetterling. Wow, guck dir das Tier an. Mensch, nee, die ist auf der Suche. Ich dachte, ich hätte sie vertrieben. Tja. So, ein Oregano und... Wow, was hier alles ist. Guckt euch das an. Ich muss hier ein bisschen vor. Ach, die schwebt so ein bisschen in der Luft hier. Spannend. Kann mir einer erzählen, wie dieses Tier heißt? Das würde mich freuen, wenn ich das erfahren dürfte. So, ansonsten lasse ich mal alle in Ruhe. Da unten ist auch eine da. Da ist gerade eine gelandet. Ja, die schweben. Da kommen die nächsten. Oh, hier sind jede Menge. Was sind denn das für Tiere? Habe ich vorher noch nicht gesehen. Ja, die schweben so ein bisschen. Okay. So, und jetzt gibt es noch was ganz Tolles zu sehen. Das ist übrigens die Sonnenfalle. Das sind Pflanzen, die ich hier auf jeden Fall lasse. Oregano ist top hier. Ist auch mächtig am Blühen und gut besucht. Jetzt gerade nicht. Ist gerade noch ein bisschen Mittagspause für die Insekten. Oder Spätmittagspause. Hier haben wir Jalapeno-Geschichte. Da kommen die ersten Blüten. Da hoffe ich mir die eine oder andere Ernte noch. Wollen wir mal gucken. Und da vorne, jetzt frage ich mich, wie ich da hinkomme. Ohne zu viel Zecken einzusammeln. Ich habe ja bei mir überall im Garten Zecken, hatte aber dieses Jahr noch nicht mal Schutz drauf und habe keine gekriegt. So, und hier haben wir die lila Luzi. So, da muss ich ein bisschen wackeln. Könnt ihr das erkennen? Ja, ne? Haben wir eine Chili. Toll, kommt auch was. So, Zaunbesuch. Dann sollen wir weiter gucken. So, und hier vorne
Ist ja auch ganz viel Salat und Tomaten waren hier. Das habe ich soweit nahezu abgeerntet. Da war dann noch eine kleine gelbe. Auch die nasche ich doch jetzt, oder? Und hängt, oh, hier hängt auch noch was drunter. Also witzig, dafür, dass ich überall Zuckerbusch raus habe, ist da was ganz anderes draus geworden. Keine Ahnung. Also, wer von mir Saatgut kriegt, muss damit rechnen, dass was anderes bei rumkommt. Was haben wir denn da unten? Nee, dich lasse ich in Ruhe. Ja, und der Kohl, könnt ihr euch erinnern, ich hatte Kohlfraß. Wer das Video nicht gesehen hat, ich werde euch das mal oben verlinken. Das hat kaum Aufrufe gehabt, weil nur weil das Titelbild so mega uninteressant ist und den Titel nicht so viele Leute angesprochen hat. Hier, ich konnte mir den Kohl mit den ganzen Raupen teilen. Das werde ich auch alles nochmal wegmachen und hier ins Beet verfüttern. Und, aber hier in der Mitte sieht das schon wieder super aus. Naja, es kommt alles nach. Ich werde da noch genug von an der Ernte haben. So, und da ich jetzt hier schon mal rumtingle. Hui. Ja, gar nicht so einfach heute, aber ich komme immer mehr in meine Kraft. Das gibt mir gerade richtig Power, hier zu sein. Ich kann euch draußen das auch empfehlen. Ich habe unter dem Video von gestern so viele Kommentare gekriegt, die mich auch sehr berührt haben. Und andere persönliche Schicksale. Ich hoffe, ihr guckt zu. Ich wünsche euch alles Gute, dass ihr aus eurem Tief rauskommt und heilen könnt. Und ich kann euch nur empfehlen, geht in die Natur, am besten in den Wald, geht spazieren, geht ans Meer, geht in die Berge, geht weg von digitalen Medien, guckt mir nicht zu, geht lieber raus in die Natur. Das ist mir viel wichtiger, als dass ihr mir zuguckt. Und verbindet euch ein bisschen, werdet ein bisschen bewusster, werdet ein bisschen, wow, hier ist ja jede Menge, da blüht ja auch nochmal wieder. Ich weiß, ich springe mein Themen, das ist bei mir so. Ja, also hier Karotten ohne Ende, die Möhrchen sind schon raus. Und hier gab es einen kleinen Kandidaten, der mich überrascht hat. Auf einmal steht da so ein Brokkoli vor mir, den ich vorher einfach nicht gesehen habe. Unglaublich blind, der Lars. Aber bei der Vielfalt in meinem Garten ist das ja auch echt kein Wunder, ne? Nun gut, was ist hier noch? Ich habe doch hier mal so diese Rüben gehabt. Guck mal, die sind mittlerweile schon so groß. Da. Etwas, also lila Radieschen in groß, so sieht das aus. Hier habe ich noch den Salat. Gefällt mir auch super. Da kann ich, das ist auch eine super Größe noch. Ja, da wächst noch ein bisschen was. Ich lasse das alles in Ruhe. Da eine wilde Tomate. Wer weiß, ob da noch mal was kommt. Ich glaube eher nicht, zu spät. Aber hier, die, also guckt euch die Martina an, die. Die liefert und liefert und liefert. Ich habe so viel Tomaten da schon rausgeholt. Im Grunde genommen jeden Tag mindestens so 3-4. Und habe auch viel weggegeben. Geschmacklich ist das irgendwie eine, mehr oder minder eine ganz normale Tomate. Also der Ultra-Favorit wäre es bei mir jetzt noch nicht. Aber definitiv, wenn man gerade kocht und so weiter, spielt das alles nicht so. Also zum Kochen würde ich das eher benutzen, so für Brot und Salat, da würde ich eine andere Geschichte benutzen, so mein Tipp. Also die Frühsorte Martina, und das war auch die, die als erstes hier überall dran hing, ne? So, und jetzt gibt es noch ein paar schöne Sachen. Das hier lasse ich mal in Ruhe, und zwar, wo wir gerade bei der Martina sind, machen wir mal den hier. Da kommen wir an der Sonnenblume vorbei. Jetzt Besuch. Sind die so schön hier? Ja, hier haben wir noch eine Martina. Wo gehe ich denn lang? Hier ist, also hier könnt ihr sehen, wie lang alles war, was ich jetzt bearbeitet habe Anfang der Woche. Das ist noch die Martina. Habe ich mich auch so weit gar nicht mehr drum gekümmert. Ja, ich habe auch irgendeine bunte mal beim, wie hieß er denn noch, Zuckerhut, ne? Da habe ich leider den Erdezeitpunkt verpasst. Macht aber nichts. Ist alles super Biomasse für meine Beete. Poing, wer sprang da denn? Oh, auch noch nicht gesehen. Wow, habt ihr das gesehen? Da unten. Heftig geil. Ach, bist du ein schönes Tier. Hallo. Ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen. Könnt ihr das sehen? Da. So, und wieder zurück. Ja, und die totale Überraschung für mich war letztens, als ich entdeckte, oh, hier sind noch mehr davon. Und die fliegen auch. Ja, ich lasse euch in Ruhe, habt keine Angst. So, das müsste, Pimentos de Patron sein, glaube ich, die hier. Die kriegen lila Touch irgendwie. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Muss ich ja nochmal rumtingeln. Hier habe ich übrigens auch super viel Saatgut geerntet. Kornblume und Kornblume. Habe ich ein Tier auf mir? Nee, irgendwie kitzelt das gerade überall.
Oh, hier sieht es aus, als ob auch noch mal eine Tomate reif wird. Oh, hier hängen ja auch noch jede Menge dran. So, lass mich in Ruhe, Tier. Hier ist eine Fliege, die gerade wieder nervt. So, aber hier, guck doch mal. Ist das nicht schön? Lila Paprika. Ist natürlich eine Spielerei. Oh, und da wächst noch eine. Wunderbar. Da. Und das hier sieht aus, als hätte es einen lila Touch über die Bestäubung abgekriegt. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber, na, ach, das ist eine Wespe. Hier, da fliegt sie. Werde ich mal nicht weiter provozieren. Ja, und so wächst hier alles fröhlich vor sich hin. Und ja, hier entwickelt sich auch jede Menge Saatgut. Hier übrigens, mein Rosenkohl sieht Bombe aus. Richtig lecker. Da unten die Röschen. Sagt man dazu Röschen? Doch, ja. Und ja, hier kommt überall Saatgut von den Radieschen. Hier blüht es noch von den Radieschen. Da habe ich noch kein Saatgut ernten können, aber es geht so langsam hier in die Richtung. Ja, so, dann habe ich Salat geerntet und Mann, das waren nachher bestimmt 10 Päckchen mit verschiedenem Saatgut von bis. Auch die dicke Sonnenblume habe ich mitgenommen, die lag hier nämlich noch lange. Oh. So, was kann ich euch denn jetzt noch zeigen? Also, so ein bisschen um die Dinge nicht zu vergessen. Hier habe ich alles fertig. Da habe ich alles fertig. Kiholbeet ist durch. Hier, das Beet. Ne? Also, das sah ja zuletzt ultra blass aus, die Geschichte. Ich glaube, vorletztes Video, vielleicht noch ein zurück. Und ich habe tatsächlich noch mal gedüngt, habe es geschärft. Oh, das rieche ich auch gerade in diesem Moment sehr doll. Und hier habe ich ja ganz verschiedene Maissorten drin, rot, schwarz, grün, bunt, gelb. Ja, und habe da auf jeden Fall noch ein paar Ernten vor mir. Hier, mein liebes Tier, was sich ausruht und sich putzt. Hallo? So. Und die ein oder andere Sonnenblume ist immer noch besucht. Hier eine ganz, ganz schöne. Ich glaube, da hänge ich vorne dran beim Intro, ne? Die finde ich wunderschön. Wunder, wunderschön. Richtig schön. Ja, jetzt möchte ich das Beet hier erstmal fertig machen, weil ich glaube, das Ding knickt um. Hier, die Bohnen. Ich habe hier noch Bohnen zwischen, habe ich euch noch nicht einmal gezeigt. Dicke, dicke Bohnen, die hängen hier überall. Da werde ich auch kräftig Saatgut sammeln fürs nächste Jahr. Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass man viel, viel mehr braucht, weil auch Wühlmäuse sowas gerne mal wegfuttern. Ja, generell ist der Lack aus. Das sind auch so Sachen, ne? Naja, da ist noch ein bisschen grün dran, das mache ich irgendwie anders. Aber guckt euch das an. Also hier befindet, hupsi, noch ein dicker Ohrenkneifer, durch zwei. Ja, und überall habe ich irgendwie Mais dran. Bisschen weniger, als ich natürlich hätte rausholen können, aber es geht zum einen um Erfahrungswerte, direkte Erfahrungen, was machen auch die Pflanzen, wenn man sich nicht kümmert. Und des Öfteren war ich halt auch schon überrascht, wie super das dann alles klappt. Und dieses Geschichtchen hier ist unglaublich pflegeleicht. Übrigens, ich habe dieses Jahr dreimal gedüngt, mehr nicht. Viel zu wenig, ich weiß. Aber durch Mulchmaterialien, wie da mit der Schafswolle, die ich hier überall drin habe, oder auch hinten bei den Tomaten. Na, wo sind sie denn? Ich muss, glaube ich, das ist von hier gerade schwierig. Ach, die kann man gar nicht sehen. Naja, egal. Tingeln wir mal weiter. Hier unten haben wir noch die Kürbisse drin. Ach, da muss ich näher ran. Könnt ihr das sehen? Da unten hängen sie. Muss ich gar nicht viel näher ran. Die habt ihr bestimmt schon mal im Supermarkt in klein gesehen. Obwohl, ich suche mal einen Weg, wie ich reinkomme. Gibt ja die ein oder andere Stelle. Aha. Hier war, glaube ich, der Eingang. Genau, hier. Oh, naja. Oh, Ohrenkneifer-Party bei mir. Super, die Sicht wird von hier auch nicht besser. Ich fühle mich eher ein bisschen beengt. Ja, kann ich euch ein kleines Exemplar zeigen? Nee. Da. Ja, soll nicht sein. Akzeptiere ich. Mach auch keinen Stress. Ich weiß, das Video hat schon ein paar Minuten auf dem Kasten. Ui. So. Atmen ist auch unglaublich wichtig, wenn man mehr in die Bewusstheit kommen möchte und sich auch von ja, Negativität, von negativen Gefühlen befreien möchte. So, hier haben wir ja noch mein Beet, wo die Erbsen drin waren.
Und ach, der Hubschrauberflug, ich muss ihn mir ein bisschen abgewöhnen. Ein oder andere draußen kann das nicht ab. Hier haben wir die Kichererbsen. Ich habe sie einfach mal drin gelassen, weil die haben mich nicht so geburnt für jetzt irgendeine große Ernte. Aber zum Naschen zwischendurch geben die echt mal Power. Ja, und ich lasse sie einfach hier wieder reinfallen und mal gucken, was so nächstes Jahr rauskommt. Hier haben wir auch noch die dicken Bohnen, das werde ich auch alles reinwühlen. Gründüngung durch den Klee. Übrigens, mit dem Klee bin ich insofern nicht zufrieden, nur in einem Punkt, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich einen negativen Effekt erkennen können. Der hat immer wieder diesen Mehltau drauf und von Bildern kenne ich das eigentlich total gesund. Ich habe keine Ahnung, der hat bei uns hier, der macht das nicht. Aber trotzdem super viel Blüte, gibt auf jeden Fall richtig was her. Als Bodendecker und Laufweg gegen Quäke keine Chance. Hier war das überall ausgesät. Hier kann man zwar ein bisschen was sehen, was hier an anderen Klee wächst, aber das ist nicht der gleiche, das ist eher der hier. Gibt ja noch einen anderen. Der da, das ist ein anderer. Ich glaube, den Unterschied könnt ihr sehr gut erkennen. Der sieht dann am Ende eher so aus. Lass ihn mal möglichst lange stehen, aber irgendwann muss ich natürlich bei. Aber solange das den Insekten wieder Nektar gibt, ist das doch eine schöne Sache. So, es gibt noch mehr zu zeigen. Ich überlege gerade, weil das Video so lang ist, ob ich da vielleicht einen Zweiteiler draus mache. Weil es gibt noch einiges zu zeigen. Obwohl größtenteils sind wir eigentlich auch durch. Ja. Saatgut habe ich auch gesammelt von Ringelblume, von Bartlichtnelke, von ach, was weiß ich. Ihr werdet es aus eurem Garten mit Sicherheit kennen oder die, die es nicht kennen. Ich habe mir einfach geschnappt, was ich mir schnappen konnte im Hier und Jetzt und war überrascht, wie viel Saatgut ich echt mitnehmen konnte. Was wunderschön gerade ist, ist das Mädchenauge, finde ich. Wunderschön. Richtig, richtig schön. Ja, mit die Orangenverbene ist echt super gewachsen. Lavendel irgendwie wieder kaum auffällig. Hier haben wir noch Kohlarten. Da kommt jetzt gerade was. Da können wir ja vorstellen, dass das ein Weißkohl wird. Könnte das sein? Und das hier ein Rotkohl. Und das auch. Schauen wir mal, was draus wird. Das ist ja eine Geschichte, die bis in den Winter reingeht und über den Winter. Hui, jetzt wird's pustig. Wo nehme ich euch nochmal mit hin? Ich kann euch nochmal zeigen, was hier draus geworden ist. Hat nicht gehalten. Hat echt nicht gehalten. Die habe ich schon wieder ein bisschen verknotet. Jetzt muss ich euch ein bisschen vom Weg weg zeigen. Vielleicht wieder auf mich. Was soll ich denn jetzt haben? Ach so, ja, damit andere Leute nicht in mein Video kommen. Kommt nämlich wieder jemand. So, und hier vorne habe ich auch ganz viel Phacelia, ist auch so ein Geschichtchen geerntet. Bin mal gespannt, was das hier wird. Ups, jetzt war ich wieder mit meinem Anhänger, mit meinem Bernstein am Handy. Sorry für die Nebengeräusche, wenn das mal so reinhaut. Ja, und diese schwarze Tomate hier, oh, die werden auch rot hier. Ja. Hier haben wir eine, die ist fertig. Ah, fast fertig. Platzt aber ein bisschen. Ja, also die schwarze hier rechts, Black Cherry, muss ich sagen. Für mich ein kleines Highlight des Jahres, definitiv was für mich. Die Dancing with Smurfs, die ist auf jeden Fall auch was für mich. Ich muss sagen, wetterresistent sind beide. Da geht der Geschmack nicht verloren, fand ich super. Und hier bleibt sogar die Schale dünn. Normalerweise bei allen Tomaten, wo ich, ja, bei denen ich Beobachtungen gemacht habe, habe ich dann festgestellt, dass. Also wir haben hier einfach viel Regen gehabt, letztes Jahr, dieses Jahr auch. Beziehungsweise im Vergleich zu Sommer und so weiter. Das ist keine Tomatensaison bei uns, überhaupt nicht. Gar nicht. Ein bisschen Daumen drücken, ob da noch was kommt. Bin mal gespannt, was noch kommt. Aber zur Ernte einmal die Zuckerbusch, die ich euch immer in anderen Videos gezeigt habe. Super, die Martina. Die ist auch super, ist halt eine Versorgungstomate, nenne ich mal. Also sie schmeckt jetzt nicht schlecht, aber es ist auch kein Burner. Also nicht so was aus dem Upsi, was mich irgendwie ja überzeugen konnte. Also in unserem Klima, mit unseren Anbaumöglichkeiten ist so das, was ja auf jeden Fall funktioniert. Kriegt aber eine mega dicke Schale, genauso die Zuckerbusch von Regen. Ja, und jetzt überlege ich, ob ich dieses Geschichtchen einfach mal mit den Dingern mache. Dass ich die viel mehr verbreite in meinem Garten. Ja, die kann man übrigens sehen. Die sind erst immer schwarz, dann werden die ein bisschen heller. Und von unten kriegen die dann irgendwann mal eine. Vielleicht kann ich das nochmal an einer zeigen. Nee.
Ich habe zu viel genascht. Oh, ich komme immer mit meinem Anhänger dagegen. Das habe ich gerade schon wieder gemerkt. Ich hoffe, ich habe mir die Aufnahmen nicht versaut dadurch. Ja, wisst ihr was? Das soll reichen. Ich denke mal, wenn ich raufgucke, 36 Minuten noch, ein kleines Stückchen geht noch. Ich kann euch noch zeigen, hier habe ich ohne Ende, also überall, wo gemulcht ist, habe ich Kartoffeln rausgeholt. Da habe ich alles clear gemacht und noch jede Menge Kartoffeln gezogen. Hier ist so ein kleiner, hier ist so ein kleiner Komposthaufen. Da sammle ich. Und das hier ist richtig dick angelegt. Muss ich allerdings nochmal mit effektiven Mikroorganismen rüber, damit ich da nicht zu viel Schimmel habe. Auch wenn ich glaube, dass es am Ende dann voll Lachs ist. Jetzt kriege ich wieder so einen Gartenzaun-Kandidat, der ins Internet will. Ja, kommt auch mal. Der ist öfter am Zaun, den habe ich meistens rausgenommen. Also nicht seinetwegen, sondern weil ich nicht wusste, wie er dazu steht. Aber habt ihr mitgekriegt. Das ist der liebe Pascal, der hat mir hier schon mit Holz geholfen, mit meinem 1000 Liter Tank, den ich leider noch nicht nutzen konnte, weil da unten habe ich was kaputt gemacht und somit ist er komplett nicht nutzbar gerade. Denkt da auch über andere Lösungen nach. Ja, und Holz hier für die Außenküche, da kriege ich auch noch mal was, deswegen ging es da auch noch nicht weiter. Da die Rückwand hochziehen, beim Dach habe ich Gedanken. Ich kriege übrigens ein bisschen Holz. So einen Restposten habe ich gekriegt an Holzbrettern. Der ist unterwegs zu mir quasi in naher Zukunft. Das wird dann das Dach für die Außenküche. Bin ich sehr glücklich. Also so totale B-Ware für den Konsumenten aus Baumärkten eher uninteressant. Für mich aber sehr interessant, weil Makel an Holz, das mag ich doch. Und bevor ich da das Angebot versiegen ließ, das war für ein Abel und ein Ei, habe ich das mitgenommen. Oh, die Minze, überall toll. So, ihr Lieben, kann ich noch was zeigen? Ich mache mal Schlusswort. Vielleicht haue ich noch was rein. Ihr kennt mich ja. Manchmal gibt es so eine Verlängerung. Aber am liebsten würde ich jetzt naschen. Ne? Hier so ein Ding. Könnt ihr mich sehen? Ja, könnt ihr. Dickschalig, gefällt mir nicht. Die hole ich nicht nochmal. Ich hatte letztes Jahr Mirabelle und die war, egal wie der Regen war, oh, die waren so gut. Schmatz, schmatz. Kann ich euch noch was zeigen? Nö. Kommen wir zum Schluss. Die Quintessenz dieses Videos oder meiner Aktivitäten auf YouTube ist ja vielfältig. Was mich bewegt, das zu tun, was ich tue. Ist auch gar nicht so leicht, das nach außen zu transportieren, wo es im Kopf stattfindet. Das muss ich lernen mit der Zeit und das lerne ich auch immer noch. Ich stelle euch mal ab. Zip. Hallo. Oh. So, da machen wir mal so, da kann ich ein bisschen besser mit euch reden. Oh, freier, ja. Mal ein Vergleich. Die fühlt sich hammer dickschalig an. Es kommt halt durch die Regenperiode, muss sie einiges aushalten. Ich bin nicht so ein Fan von dick wandigen Tomaten, da tue ich mich schwer mit. Aber ich bin dennoch dankbar, dass diese Tomaten es durchgeschafft haben. Und ich muss sagen, trotz des Regens super wenig Braunfäule-Probleme dieses Jahr. Also das, da habe ich reagiert und das ist so, Leute, ich habe kaum was an den Tomaten gemacht und habe ohne Ende Ernte gehabt. Tomaten an sich weniger Ernte, als wenn man das jetzt hier im Perfektionismus-Takt dann verfolgt. Aber ja, so für mich muss ich sagen, ich brauche sogar weniger Tomaten. Ich brauche gar nicht mehr so viele. Da hinten sind welche komplett zugewachsen. In zwei Beeten ist größtenteils gar nichts durchgekommen, weil das Wetter hat es einfach nicht hergegeben. Und am Ende habe ich dann doch festgestellt, die Martina ist mega, mega produktiv, die Zuckerbusch auch. Das war echt noch eine Überraschung. Trotz dessen, dass die kaputt ging, hatte ich an den Dingern noch Ernten, die echt super lecker geschmeckt haben. Ja, esse ich die? Ne, die esse ich jetzt, die kaue ich euch jetzt nicht mehr vor, die Geschichte hier. Ja, ich habe ein Beet vergessen. Ich habe noch ein anderes Beet vergessen. Aber da handelt es sich eher um physales Kräuter und so. Das ist nicht so wichtig, habe ich auch in vergangenen Videos schon gezeigt. Was wollte ich denn noch sagen?
Achso, die Tomatengeschichte wollte ich noch zu Ende bringen. Also ich denke mal, die zwei werde ich mir krallen, die zwei Sorten. Die Martina, die Zuckerbusch. Und ich versuche mal irgendwie an diese Mirabelle oder vielleicht ist das auch die Mirabelle und die andere Sorte, die ich hatte, war nochmal eine ganz andere. Weil es gibt noch die Golden Currant und ich war mir unsicher, ob das vielleicht die Golden Currant sein könnte. Gibt es jemand da draußen von euch, der da vielleicht Erfahrung hat und kann mir da eine Rückmeldung geben? Das würde mich mal interessieren. Aber die hier, die ist mir zu dickschorlisch. Ist nicht so schön zu essen. Ich tue mich einfach schwer. Ist einfach so eine Sache, die ich mit mir bringe, dass ich darauf reagiere und das nichts für mich ist. So. Aber ich versuche es immer wieder. Deswegen esse ich die natürlich trotzdem. Und ich weiß natürlich zu schätzen, was ich da in meiner Hand halte. Nun gut. Ich bin überall durch. Ja, wundersamerweise kam es dann nun dazu. Ich habe es ja gestern gesagt, dass es sein könnte, dass ich heute schon wieder ein Video drehe. Es kann aber auch sein, dass ich ganz lange nicht von mir hören lasse. Das ganz lange nicht von mir hören lassen steht nach wie vor. Also vielleicht kommen mal so Kleckerweißchen-Videos. Ich plane überhaupt nicht. Gerade sind andere Prioritäten. Und für die Leute, die immer mal auf Instagram geguckt haben, ich habe mich definitiv dazu entschieden. Also ich bin gerade auch schon vorgestern in einer Weichenstellungszeit, Veränderungszeit dieses Jahr. Ich finde, 2020 ist das Jahr des Wandels in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen, die irgendwie aufwachen, in welche Richtung das gehen sollte, damit wir irgendwie in eine bessere Zukunft starten. Ja, die jüngeren Menschen auch nicht im Stich lassen. Wir müssen irgendwie alle mitnehmen. Ja, aber die Jüngeren, die haben auf jeden Fall noch mit mehr zu kämpfen als wir hier jetzt. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich das so, dass wir da ganz anders rauskommen, als wir uns das alle gerade vorstellen. Aber ja, ich schaue mir die Welt schon sehr lange an. Ich bin ein global denkender Mensch. Denke aber lokal handeln. Kennt ihr den Spruch? Denke global, handle lokal. Ich muss mal gucken, ob hinter mir wer läuft. Nee, ist alles gut. Naja, die sind ganz weit hinten. Ich glaube, das geht schon klar. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, handle lokal. Das ist so das, was ich hier mache. Und ja, die Kommentare unter dem Video von gestern haben mir auch gezeigt, also letztendlich schon was ich wusste, aber das zeigt auch nochmal, dass das, was ich hier mache, schon große Früchte trägt. Jede Menge Früchte. Lieber so. Jede Menge Früchte. Jetzt entdecke ich gerade wieder Tierchen, die ich beobachte. Da ist sie wieder, diese. Das muss so eine Schwebfliege sein oder so. Keine Ahnung. Gut. Jetzt bin ich durch. Genug gesabbelt. Ich wette, ich habe die 40 Minuten wieder gesprengt. Kurz kann ich nicht, 15 bis 20 Minuten für einen Gartenrundgang. Ich fand, der war schon sehr komprimiert, auch wenn ich überall so ein bisschen rumgetingelt habe. Ich habe Beete ausgelassen, ich war in bestimmten Bereichen gar nicht. Und am liebsten wäre ich auch noch rüber zu den Jungs gegangen und hätte euch mal gezeigt, was da alles so passiert ist die Zeit, weil das ist richtig schön. Und wenn ihr mal hinhört, ich laufe da mal ein bisschen hin, dann hört ihr das Meer. Ui, der Wind kommt. Na, könnt ihr das vielleicht schon hören? Ich glaube, das kann man hören. Die Grillen und wer da alles rumklappert, die Grashüpfer. Und ich bin da nicht so gut bewandert, welches Tier das jetzt wirklich ist, aber ne? Es lebt hier alles und das ist wunderschön. Wir lassen hier die Löffel hängen. Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hä? Die Pflanze stößt ab, was sie nicht gebrauchen kann. Er hat keine Kraft, Konkurrenz. So, wo werfe ich das denn jetzt hin? Ach so, hier auf meinem universalen Beet da. Zack. Leben bringt Leben, Leute. Fahrt eure Abfälle nicht immer zur Deponie. Packt euch das in den Garten. Baut Humus auf. Also ich kann euch das empfehlen. Guckt euch an, was ich hier für eine Vielfalt reingebracht habe. Das kann jeder von euch da draußen. Auch Menschen mit Handicaps. Und euch empfehle ich das ganz besonders.
Ich wünsche euch ein kleines grünes Fleckchen Erde oder so viel Verbindung zur Natur, dass ihr über Wald, über Meer, über Spaziergänge einfach das, was draußen in der Natur ist, irgendwie Kraft für euch sammelt. Ansonsten rate ich euch, holt euch einen Schrebergarten, wenn ihr glaubt, das ist zu viel für euch. Sucht vielleicht jemanden, mit dem ihr das machen könnt. Ist nicht immer so einfach, muss auch immer passen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich bin selber auch auf der Suche hier nach einem Partner, mit dem ich mir meine Ertragszone teilen kann. Aber ja, das ist so ein Weg, wie ich es mir einfach mache, weil ich glaube, aus dem, was ich habe, kann ich noch viel mehr rausziehen und das mir mit jemandem teilen. Und wenn ich jemanden reinhole, so ist mein Gedanken, somit ist der Aufwand für mich auch wieder niedriger. Und somit schaffe ich mir mein Umfeld, was ich brauche, um klack zu kommen, kann ich mal sagen. Um glücklich zu leben, um mir angepasst mein Leben zu bestreiten. Weil alles andere davor, das war nicht mein Weg. Also schon mein Weg. Der Weg ist wichtig, aber dieses Systemdenken, ich habe da was anderes vor und ich hoffe, dass ich da draußen viele anstecken kann, es einfach mal ein bisschen anders zu probieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und danke für all die Nachrichten und das ganze Mitgefühl von gestern. Mikro ist noch dran. Irgendwann lasse ich wieder von mir hören. Ein Thema habe ich gerade noch nicht zu Ende gebracht. Instagram, glaube ich. Habe ich das zu Ende gebracht? Instagram wird komplett deaktiviert. Ich ziehe mich aus Instagram zurück. Das bedeutet nicht, dass ich das Profil lösche. Es kann sein, dass ich da noch vielleicht mal ein kleines 10-Minuten-Video reinbringe für die Community auf Instagram. Ansonsten habe ich mich da generell schon dieses Jahr rausgezogen. Bin in der Hinsicht inaktiv geworden, dass ich keine Kommentare mehr beantworte und auch in den privaten Nachrichten nahezu kaum irgendwem noch antworten kann. Das ist so ein bisschen Prioritätensetzung. Ich muss ja irgendwie klarkommen in meinem Leben. Und ich kann mich nicht aufgeben für andere. Das ist ein Lernprozess. Und ich habe für mich den Fokus erkannt, ich möchte hier bleiben bei dem Gartengeschehen auf YouTube. Und Instagram war eine schöne Nebensache, ist aber eine ganz eigene Welt für sich. Frisst super viel Zeit und das brauche ich nicht mehr. Das meine ich nicht böse den Menschen gegenüber, sondern es liegt an der Sache an sich. Und deswegen ist für mich weniger ist mehr angesagt. Somit kann ich hier ein bisschen mehr Fokus in der Zukunft dann rauflegen. Immer alles frei Schnauze, wie ihr mich kennt. Und so geht das Leben weiter. Ich kann mir aber durchaus mal vorstellen, wenn das weiter so wächst, wie das wächst, auf YouTube mit mir. Ich möchte am liebsten ein bisschen Menschen um mich schaffen, die ihrer Berufung nachgehen. Vielleicht hat irgendwer Lust da draußen, mich zu unterstützen. Der kann meinen Instagram-Account haben und den verwalten. Und da vielleicht Sachen posten und immer wieder regelmäßig was online bringen. So in der Richtung dachte ich. Wird kommen, bin ich mir sicher. Alles Step by Step und mit der Zeit. Jetzt und nun bin ich nach wie vor mit mir selber beschäftigt. Das hier tat mir unglaublich gut. Guckt euch an, wie geerdet ich gerade bin, wie viel mir das gegeben hat. Wie man sich mit der Natur verbinden kann, durch die Natur heilen kann. Und ich habe jetzt die ganze Zeit im Video gesagt, mit der Natur verbinden. Wir sind Teil der Natur. Wir gehören dazu. Wir werden immer so ausgeklammert. Aber wir müssen uns auch ein bisschen um uns selber kümmern, um unser Umfeld und dass die Natur im Insgesamten, inklusive uns Menschen, wieder gesunden kann. Und ein Gedanken noch. Der schießt mir einfach gerade so im Kopf. Manche denken ja hier, ich habe tolle Zuschauer, bloß nichts Falsches denken, aber der eine oder andere kam auch mal mit einem spitzen Kommentar in Richtung, das sind aber auch keine Abonnenten mehr, geh doch in den Keller zum Wäsche waschen oder in den Wald und bau dir eine Hütte oder so. Ich habe nicht vor, absolut runtergefahren und abgeschottet von Technologie meine Zukunft zu bestreiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass alles miteinander irgendwie zusammengebracht werden kann. Und das bedeutet, es wird ein Mix aus Technologie geben und der Natur. Und da müssen wir gucken, wo wir bleiben. Ich weiß nicht, ob vielen da draußen bewusst ist, dass es schon auf diesem Planeten Stellen gibt, wo die Leute mit Pinseln, weil keine Insekten mehr da sind, so weit ist er schon, da kriegen wir übrigens Essen her, mit Pinseln die Pflanzen bestäuben, damit die überhaupt noch Früchte tragen. Und das blüht uns hier auch, wenn wir nicht aufpassen. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, auch wenn ich so die ganzen anderen Garten-YouTuber so betrachte, ich komme im Moment überhaupt nicht mehr oder jetzt schon eine Zeit lang überhaupt nicht mehr zum Gucken. Ich glaube, den Einzigen, den ich gucke, ist Klaus. Ja, weil Klaus
Ja, obwohl, nee, ein Video hatte ich keinen Raum für. Ne? Aber ich weiß, alle sind so auf dem richtigen Weg. Die Richtung ist bewusster Leben im Einklang mit der Natur und es geht auch mit Technologie. Bin ich mir sicher. Ich wünsche euch was, ein wunderschönes Wochenende. Und nochmal zum Schluss allen, die auch so niedergeschlagen sind, wie ich mich auch gestern präsentiert habe oder heute hier zum Anfang oder vielleicht jetzt auch noch. Ich weiß nicht, wie ich wirke. Ich denke aber, ich bin viel erholter, als ich hier ankam. Dem wünsche ich alles Gute und viel Kraft für die Zukunft. Ihr seid stark genug für die Geschichte. Ihr bringt alles mit, um das zu überstehen. Ich wünsche euch alles Gute da draußen. Fühlt euch mal von mir lieb umarmt und ja, vielleicht hören wir bald wieder. Ich bin jetzt raus. Tschüss, und weg. So. Ui.